Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, was es bedeutet, einen anderen Menschen zu entmenschlichen. Ein Benutzer hatte unter dem Video mit Marina Weißband geschrieben, er hätte das ganze Video auf die Entmenschlichungspassage gewartet. Da wäre ja gar nichts gekommen, ich hätte Clickbait betrieben. Er hat anscheinend nicht verstanden, was Entmenschlichung bedeutet. Dass sich das aus einem Framing ergibt. Und wenn man jemanden framet, wenn man jemanden entmenschlichen framet, dann muss man ihn nicht übel beleidigen. Also zum Beispiel wie Elmar Brok die Werteunion Krebsgeschwür genannt hat oder Friedrich Merz die ganze AfD-Gesindel. Das ist natürlich auch entmenschlichend, aber das braucht es nicht. Allein schon, wie man jemanden behandelt. Zum Beispiel, dass man selbstverständlich im Bundestag den Vizeposten nicht an die AfD vergibt, dass man die ganzen, alle möglichen Posten nicht vergibt, mit dem Hinweis, man wolle die Demokratie schützen. Das ist auch schon entmenschlichend, weil man nennt jemanden anderen einen Nichtdemokraten, jemand, der etwas Schlimmes will. Auch der Populismusvorwurf. Das ist ein Entmenschlichungsvorwurf, das ist getarnt. Sie probieren, diese Entmenschlichung gezielt zu verstecken, aber sie nehmen sie vor. Sie nehmen die Erniedrigung beständig vor. Auch probieren sie es ja als selbstverständlich hinzustellen, dass AfDler bei der Polizei, dass man da ein Auge drauf werfen müsse und so weiter und so fort. Eine Entmenschlichung ist ja insoweit in Ordnung, wenn sie zutrifft. Aber bei der AfD ist es völlig unausgewogen, verzerrt. Es werden irgendwelche Zitate zurechtgebogen, um diese entmenschlichende Haltung zu rechtfertigen. Auf unausgewogene Weise, undifferenziert. Und das erfolgt absichtlich. Wie gesagt, wenn man einen schrecklichen Massenmörder, wenn man ihn unmenschlich hinstellt, dann entspricht es ja der Tatsache, wenn er sich unmenschlich verhält. Aber zu behaupten, die AfDler wären unmenschlich, sie hätten eine unmenschliche Einstellung, sie hätten bösartige Absichten, das ist eine Verleumdung. Sie probieren das auf irgendwas zu stützen, auf irgendwelche zurechtgebogene Zitate. Und da sieht man schon die Gefahr lauern. Das Problem bei der Entmenschlichung von Weißband und von diesen Leuten ist die Täuschung, ist die Verdrehung, ist die Lüge. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.